Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einem Gespräch im Melarium von A bis Z. Mein Gast ist heute Rosemarie Bort. Schön, dass du da bist, Rosemarie. Guten Tag. Wir kennen uns seit gut 10 Jahren. Ich habe dich schon damals auf diversen Apitherapie-Kongressen kennengelernt. Und du bist maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass ich die Leidenschaft für die Apitherapie entdeckt habe und dass für mich heute die Bienen viel, viel mehr bedeuten als nur Honig und Bienenhaltung. Magst du vielleicht erzählen, wo du herkommst und was du so machst? Ja, ich komme aus Baden-Württemberg und dort habe ich eigentlich die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Ich habe ursprünglich Krankenschwester gelernt nach der Schule, habe aber einige Zeit pausiert, bin dann später wieder zurück in diesen Beruf und zwar Anfang 2000, fast zeitgleich mit der Zeit, als ich die Apitherapie kennengelernt habe. Damals durch Zufall, so wie einem Dinge zufallen, durch einen Vortrag über dieses Thema. Und das hat mich sehr fasziniert. Dann wusste ich, da ist mehr dahinter, da muss ich mich kümmern. Ich habe dann gelesen und bin ganz schnell in Kontakt gekommen mit dem Deutschen Apitherapiebund. Ich war dann dort auch 8 Jahre im Vorstand, weil dort noch sehr viele Imker waren und wenige Menschen mit therapeutischem Hintergrund. Also es war dann wichtig, dass ich Krankenschwester bin in meiner Funktion. Und ich habe dann einfach mehr und mehr auch dazugelernt von all diesen Sachen. Und zunehmend hat mir auch mein Beruf nicht mehr Spaß gemacht, weil das, wofür ich ursprünglich Krankenpflege gelernt habe, ist im Alltag im Krankenhaus immer weiter in den Hintergrund gedrängt worden, sodass ich dann beschlossen habe, ich suche mir eine alternative Möglichkeit. Ich habe dann 2006 die Ausbildung zur Heilpraktikerin abgeschlossen und 2010 endgültig dem Krankenhaus den Rücken gekehrt und bin seither in eigener Praxis tätig, naturheilkundliche Praxis mit Schwerpunkt Apitherapie. Das heißt, du bist in Deutschland Heilpraktikerin, ein Beruf, den es in Österreich nicht gibt. Magst du kurz erklären, was die Heilpraktikerin darf? Ist das sowas wie ein Arzt, Ärztin oder ist das sowas, darfst du mit Patienten arbeiten? Darfst du als Heilpraktikerin Diagnosen erstellen, Therapiepläne machen? Was ist so deine Aufgabe als Heilpraktikerin? Ja, bisher haben wir schon umfangreiche Kompetenz in der Naturheilkunde. Da ist man derzeit auch dran, das zu beschneiden. Aber wir dürfen relativ viel machen. Das heißt immer oberstes Gebot, nicht schaden. Und dann haben wir also eine amtsärztliche Prüfung abzulegen, wo unser Fachwissen geprüft wird. Das ist recht umfangreich und auch nicht ganz einfach, diese Erlaubnis zu erwerben. Man tut gut dran, wenn man einen medizinischen Hintergrund hat, so wie ich das durch die Krankenpflege habe. Und dann sucht man sich in der Regel sein eigenes Fachgebiet, weil man kann einfach unmöglich alles abdecken. Der eine macht mehr klassische Homöopathie, der andere macht mehr Phytotherapie, der nächste macht irgendwie Bioresonanz oder es gibt dann ein ganz weites Feld, was man für sich aussuchen kann und wo man sich dann auch mehr oder weniger spezialisiert. Und bei mir ist es eben, der Hauptschwerpunkt ist die Apitherapie. Das heißt, du verwendest die Bienenprodukte in deiner Praxis als Heilmittel. Ja. Was, jetzt sagen wir es mal kurz, ich meine, jeder kennt den Honig als Bienenprodukt, Propolis kennen auch viele, vielleicht noch Pollen, aber da gibt es ja viel, viel mehr. Jetzt, was haben denn die Bienen für Erzeugnisse, die sich heilkundlich anwenden lassen? Ja gut, also in der Therapie spielt dann neben den genannten Produkten das Bienengift auf jeden Fall eine Rolle, aber auch das Chili Royal. In den letzten Jahren ist das Drohnenhomogenat, also ein Extrakt aus den Larven, hinzugekommen und Bienenwachs wird auch verwendet in verschiedenen Formen, in Form von Wickelauflagen, Ohrenkerzen, auch in Cremes und so weiter. Da haben wir einige Produkte, oft sind es Mischprodukte, die wir
auch herstellen mit Propolis und Wachse, zum Beispiel bei Cremes oder dann auch ölige Substanzen, mit denen man zum Beispiel Ohrentropfen herstellt oder Nasensprays, dann mit Glycerinauszügen. Also ganz, ganz umfangreich diese Therapiemöglichkeiten. Und du ergänzt aber diese apitherapeutischen Anwendungen auch mit anderen Methoden, nehme ich an. Ja, sicher. Also ein Teil ist die Phytotherapie, also Einsatz von pflanzlichen Extrakten auf jeden Fall. Ich habe in meiner Praxis auch die Möglichkeit der Oxyvenierung, also Gabe von venösem Sauerstoff mit einem speziellen Gerät. Ich habe ein Ultraschallgerät nicht zur Diagnostik, sondern zur Behandlung. Das ist eher so im Bereich der Physiotherapie angesiedelt. Ich gebe aber auch Infusionen. Ich mache auch Infusionstherapie, also zum Beispiel Hochdosis Vitamin C, aber auch andere Substanzen. Und dann kommt es immer darauf an, was hat jemand für ein Problem. Was ich hier, wir kennen uns wie gesagt sehr lange, und was ich bei dir ganz besonders schätzen gelernt habe, ist dein unglaubliches Erfahrungswissen. Also wenn du erzählst über Bienenprodukte und die medizinische Anwendung, dann ist das immer voll von praktischer Erfahrung, was du tagtäglich erlebst. Es gibt auch andere Leute, die sich mit Apitherapie beschäftigen. Das ist dann oft so mehr ein angelesenes Wissen, bei mir zum Beispiel. Und ich schätze es wahnsinnig, weil du auch ganz konkret diesen medizinischen Hintergrund hast und also nicht jetzt nur offensichtlich das, was jeder in einem Buch nachliest über diesen Honig als Wundbehandlung und andere Sachen weiß, sondern dass das immer eingebettet ist, auch in ein gesamtes medizinisches Verständnis, das du hast von den Patienten, die zu dir kommen. Du hast übrigens auch ein Buch geschrieben, ne? Du hast schon zwei Bücher geschrieben, eines, das ein, ja, man kann schon sagen, wahrscheinlich Bestseller ist, zumindest Naja, ist die haben immerhin das 10 Jahre ist am Markt mit Honigpollen etlichen Propolis, Auflagen. sanfte Heilkraft aus dem Bienenstock. Das ist jetzt 10 Jahre am Markt und das ist jetzt ganz neu herausgekommen, die Heilkraft der Bienen. Magst du kurz zu den Büchern was sagen oder was, wo sie sich unterscheiden? Und dann würde ich gerne mit dir einsteigen, dass du vielleicht gleich einmal über den Honig erzählst, was, also wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, alles, was der Honig kann, hier breit auszubreiten, aber was für dich der Honig in der Praxis bedeutet. Ich meine, dass er gut schmeckt, das wissen wir alle, aber du verwendest ihn ja auch ganz anders. Naja, es ist zunächst mal so, dass man immer wieder auch lernt, während man tut. Und ich heute sage, ich habe das meiste durch meine Patienten gelernt, mit meinen Patienten, weil es kommt jeder mit einer anderen Ausgangssituation und die fordert immer wieder auch da angemessene Behandlung. Und man kann natürlich vorgehen wie die Schulmedizin, dass man Standards setzt und alles gleichschaltet, was ich für problematisch halte, sondern ich gehe einfach so vor, dass ich sage, wir machen eine individuelle Behandlung, schau mir an, was ist. Und ja, für mich heute noch das Spannendste war einfach die Entdeckung von intravenösem Honig. Ja, also das war so für mich, wow, da. Ja, unglaublich, wie sich da auch Dinge zusammengefügt haben, dass wir das heute als Therapeutikum wiederentdeckt haben, muss man sagen. Das ist nicht was, was ich erfunden habe, sondern was ich wiederentdeckt habe, es gab es über Jahrzehnte in Deutschland. Also wenn ich höre, Honig intravenös angebracht, also da werde ich ein bisschen nervös, wenn ich das so als Laie höre und wahrscheinlich so manche andere, aber das ist ja schon wirklich eine ganz spezielle und hochentwickelte Anwendungsform. Da brauchst du wirklich Speziallabore, die den Honig entsprechend vorbereiten können. Das ist sicher nicht zu empfehlen, dass das jetzt jeder zu Hause bei sich probiert, würde ich mal sagen. Aber was, Honig ist ja viel, viel weiter anwendbar. Und was sind denn so die Hauptanwendungsgebiete von Honig in der Praxis? Also die Hauptanwendungsbereiche sind erstmal die Honigmassage, diese spezielle Massagetechnik, die ich irgendwann 2006, 2007 kennengelernt habe. Auch wieder beim Deutschen Apitherapiebund beim Kongress in Passau wurde diese Methode vorgestellt und ich habe sie dann im Nachhinein einfach für mich erlernt, eingeübt und auch später dem Bedarf von Patienten angepasst, modifiziert.
Also ursprünglich habe ich gelernt, man übt die nur am Rücken aus, also hier vom Kopfhaaransatz bis unterer Rücken. Und heute mache ich aber diese Behandlung auch an den Beinen, an Armen, wenn lymphatische Stauung ist, auch im Gesicht, Bereich Nebenhöhlen, hat sich das wirklich sehr gut bewährt, wenn man das entsprechend modifiziert. Ja, du machst ja auch Kurse, das kann man ja lernen. Also die Das kann man lernen, ja. Es ist eine sehr einfache Methode. Wenn man zuschaut, denkt man, das geht ganz easy, ja, das kann man einfach so machen. Aber ja, die Tücke liegt im Detail. Deshalb ist es ganz gut, wenn man mal unter den Augen wie von jemandem, der Erfahrung hat, das dann üben kann, der auf bestimmte Dinge dann hinweist und es macht es dann einfach leichter, das richtig auszuführen. Ja. An der Stelle kann ich vielleicht einfügen, dass du ja eigentlich hier bist, weil du was ganz anderes tun solltest. Wir sollten eigentlich in dieser Woche Kurse machen mit dir. Und wir haben die schön geplant und großartige Kurse, die du jetzt schon das 7. Jahr bei uns in Österreich abhaltest. Jedes Mal kommen neue Kurse dazu. Wir haben letztes Wochenende gerade noch einen großartigen Kurs gehabt, Honig, Propolis und Co., traditionelle Hausmittel aus der Apotheke Bienenstock. Da geht es genau um diese Anwendung auch für ganz normale Menschen, also jetzt nicht nur Spezialisten aus dem medizinischen Bereich. War ein toller Kurs. Dann ist uns der Lockdown dazwischen gekommen. Und jetzt sitzen wir hier und haben keine Kurse, wir dürfen keine Kurse halten, aber haben das Glück, dass haben wir Zeit, um mit dir zum Beispiel dieses Gespräch zu führen. Und wie gesagt, dieser Honigmassagekurs, den bietest du ja auch immer wieder an. Das findet man auf Ja, deiner Homepage, das findet man auch auf unserer Homepage. Also das machst du ja der war regelmäßig. ja auch ausgebucht. Das Ja. zeigt einfach, dass die Leute sehr interessiert sind daran, weil es einfach auch ein gutes Werkzeug ist, was man zu Hause anbieten kann. Ich mache das ja auch mit meinen Patienten, wenn ich chronisch Kranke habe. Dann schaue ich einfach auch, dass ich von der Familie jemanden anlerne, dass die das zu Hause machen können, weil manche kommen entweder von weit her, sodass der Weg einfach auch das Problem ist, oder ja, es ist auch eine Frage von Geld, ob ich wie zweimal die Woche mir so eine Honigmassage leisten kann. Und jeder, der die schon mal genossen hat, so eine Honigmassage, weiß, wie unglaublich angenehm entspannend ist. Also gerade wenn man niedergeschlagen nach einer Krankheit und in einer Rekonvaleszentenzeit, das ist unglaublich belebend. Aber vielleicht kannst du noch mehr erzählen, was die Honigmassage bewirkt jetzt medizinisch. Ist es eine Wohlfühlmassage? Nein, eher nicht. Nein, es kann beides sein. Also normalerweise kommen die Menschen nicht zu mir, weil sie einfach eine Wohlfühlmassage wollen. Das kann im weiteren Verlauf schon sein, aber zunächst kommen die mit einem Problem. Entweder die haben Schmerzen im Bewegungsapparat und oft sind die Schmerzen einfach von einer starken Verspannung, aber auch von einer Verschlackung, die man vor allem hier im Schulter-Nackenbereich oder auch in der unteren Lendenwirbelsäule findet. Und da kann Honig eben einiges auch zutage fördern, was dann auch als Entgiftung wahrgenommen wird oder ja, Entschlackung, Entgiftung wahrgenommen wird. Und die Rückmeldungen sind, wenn die Leute aufstehen, oh, ich fühle mich leichter, ich fühle mich freier, ich kann mich besser bewegen. Oder ich wende die Honigmassage an bei starken Stauungen in den Beinen, also bei Menschen, die dazu neigen, wenn die lange stehen, so geschwollene, dicke Beine zu haben, dass man das macht. Oder nach einem Bruch auch, ja, wenn Knochenbrüche am Sprunggelenk am Fuß sind, dann haben die Leute infolge oft so eine lymphatische Stauung. Und hier kann man mit Honigmassage das deutlich lindern oder sogar ganz in kurzer Zeit ganz wegbekommen. Für mich ist die Honigmassage hier effektiver als die klassische Lymphdrainage. Und weil es im Bereich der Brust angewandt wird, im Rücken, hat es auch doch spezielle Wirkung auf die Lunge, nehme ich an. Das auch vor allem Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, da kann man das sehr gut im Sitzen auf einem normalen Stuhl machen, auch gut zu Hause. Also ich habe dir ja damals erzählt, dieses unglaubliche Erlebnis, das ich mit meinem hochbetagten Nachbarn hatte, der mit 92 einer schweren Lungenentzündung erkrankt ist und total verschleimt war. Der hat einfach aufgrund von, die ganze Lunge war, hat sich feucht angehört, man konnte nicht absaugen, es war alles diffus in der Lunge.
Und ich musste befürchten, dass er uns erstickt, dass es einfach mit ihm zu Ende geht. Auch wirklich dramatisch, weil der hätte vermutlich den Transport ins Krankenhaus nicht mehr überlebt. So schlimm war das, als ich dazu gerufen wurde. Und dann ist mir eingefallen, Honigmassage kam in meinen Kopf. Also haben wir ihn aufgesetzt im Bett. Ich habe mich aufs Bett gekniet und habe ihm den oberen Rücken behandelt mit der Honigmassage. Und eine halbe Stunde später hat er wieder richtig tief durchatmen können und diese Rasselgeräusche waren weg. Das war also sehr, sehr eindrücklich und er hat sich dann auch wieder gut erholt und hat danach noch 5 Jahre gelebt. Wow, mit 92 war das. Wow, ja. Ja, und das, wenn man sowas mal erlebt, dann sieht man einfach, wie effektiv das dann auch Ja. ist. Und ich wünsche mir, dass mehr Leute dieses Handwerkszeug einfach auch haben für die häusliche Versorgung. Ja, dann, weil das tut ja auch gut, wenn du sonst eine Erkältung hast und und stark verschleim bist. Ja, dann kann man doch das einfach so als, ja, im Rahmen der Hausmedizin anwenden, wenn man weiß wie. Das ist die Honigmassage. Honigmassage oder zum Beispiel im Gesicht, ja, ich zeige den Leuten, wie sie das genau machen müssen, wenn die Probleme haben mit Nebenhöhlen. Ob das ein akuter Schnupfen ist oder ob das eine chronische Nebenhöhlenentzündung ist, das zeigt einfach Wirkung. Und zwar, dass die Leute wieder, dass es abfließen kann, dass die wieder frei atmen können und hier wieder beschwerdefrei werden. Was sind so die Eigenschaften vom Honig? Wieso hat er dieses Potenzial, wenn man ihn in der Massage anwendet, dass er auch diese heilsame Wirkung hat? Naja, das eine ist zunächst mal ganz mechanisch, der Honig klebt. Durch das Kleben entsteht hier auf Kleben und entsteht ein Sog und es zieht quasi die Haut vom Unterhautgewebe ab, also ähnlich wie beim Schröpfen, das ist so eine mechanische Wirkung. Auf der anderen Seite muss es aber auch irgendeine enzymatische Wirkung haben, weil sich in der Tiefe Stoffe lösen, die dann nach oben gefördert werden, weil was da also zum Teil halt aus der Haut herausquillt, das ist ja nicht mehr Honig, das ist ja irgendeine klebrige Masse, die einen sagen wie weicher Kaugummi oder bei uns in Baden-Württemberg ist es der Spätzleteig, ja, der so ähnlich erscheint. Ja. Und das ist immer wieder beeindruckend, dass wir das nur an belasteten Stellen finden. Da, wo keine Belastung ist, kommt sowas nicht. Aber was der Honig da genau macht, ist meines Wissens nicht wirklich untersucht. Wir sehen nur den Effekt und den nutzen wir. Gut, das ist die Honigmassage, aber Honig wird ja noch vielfach anders auch eingewendet in der Also Apitherapie. sehr viele Menschen kommen zu mir immer wieder. Es hat sich bei mir in der Gegend rumgesprochen, dass ich hier gute Ergebnisse habe bei Wundbehandlung Ja, mit Honig. das ist Das ja ist so klassisch bekannt. Das ist klassisch eines. bekannt, ja. Was allerdings in der Bevölkerung immer wieder so Thema ist, ja, dann braucht man doch den medizinischen Honig. Und da braucht es so viel Aufklärung, denn allgemein gilt der Manuka-Honig als der medizinische Honig, was so nicht stimmt. Ich habe den zweimal in meiner Praxis angewendet, nur Interesse halber, um einen Vergleich zu haben. Ja. Und ich setze den nicht ein, weil er meiner Erfahrung nach viel schmerzhafter ist auf der Wunde als mein eigener Honig. Und ich habe mit meinem Blütenhonig so gute Ergebnisse, dass ich nicht diesen teuren Honig einsetzen muss. Und wir haben einfach eine riesenlange Erfahrung. Schau mal, Wundbehandlung mit Honig ist schon vor knapp 4000 Jahren auf Tontafeln dokumentiert. Ja, damals bei den Sumerern. Da hat kein Mensch gewusst, dass es auf der anderen Seite dieser Kugel, damals noch Scheibe, ja, hier Neuseeland gibt und dass dort Manuka-Honig Ja, zu klar. ernten gibt. Und der Honig hat damals funktioniert. Und der funktioniert heute noch Ja. genauso. Es gibt ja auch medizinische Honige, also Honige, die in der Medizin angewendet werden, die auch aus Europa, zum Beispiel Kastanienhonig und so. Also es ist ja gar nicht nur der Naja, Manuka-Honig. wenn man es ehrlich nimmt, dann muss man sagen, als medizinischer Honig darf nur bezeichnet werden ein Honig, der sterilisiert Ja. ist. Ja? Und da sind wir in der Problematik, denn Honig ist von Haus aus nicht steril. Honig hat immer
osmophile Hefen drin. Ja, das weiß man, wenn Honig zu feucht ist, fängt er zu gären an. Also hier sind Hefebakterien. Also er ist nicht steril. Das macht aber in der Wunde nichts, denn diese Keime sind keine pathogenen Keime für uns. Ja, also normalerweise kommen keine pathogenen Keime im Honig vor. So, wenn ich den jetzt steril mache, dann wird der normalerweise durch Gamma-Bestrahlung oder durch Beta-Strahlen, also radioaktive Strahlen, quasi tot gemacht, ja, damit keine Bakterien mehr drin sind, aber damit gehen auch andere Wirkstoffe verloren. Nur die Medizin, also die klinische Medizin, fordert auf jeden Fall ein steriles Produkt als Wundauflage. Also muss man dann ja, den Honig quasi so aufbereiten. Ich sage Also eher zerstören. ist im Grunde ein forensisches Problem, also ein rechtliches Problem, weil ja im Spital oder in der Praxis des Arztes darf ja nur ein Medizinprodukt angewendet werden. Und damit der Honig ein Medizinprodukt wird, muss er vorher mit Gammastrahlen behandelt und eigentlich entwertet werden, kann man fast sagen. Er hat schon noch seine Wirkung sicher. Hat sicher Wirkung, aber für mich ist es ein Paradox. Was man halt auch sagen muss, natürlich ein forensisches Problem, aber das forensische Problem habe ich streng genommen auch. Ich muss verantworten, was ich tue, ja? Aber ich kann das verantworten, weil ich einfach weiß, was Honig Klar, kann. Und ich habe da auch keine Angst vor dieser Verantwortung, denn ich habe noch nie was Negatives gesehen, dass hier was passiert wäre, wo zum Schaden des Patienten war. Und was für Wunden sind das jetzt so klassisch? Sind das jetzt so Schürfwunden oder auch schwierige Wunden, Brandwunden oder was? Wo bewährt sich der Honig? Also bei Brandwunden auf jeden Fall. Brandwunden ist Honig ein Muss. Ja, und zwar so schnell wie irgend möglich nach der Verletzung drauf. Also das heißt, ja, in der ersten Hilfe macht ein Wasserhahn auf, kühl's runter und ich sage, lass den Wasserhahn, geh zum Honigglas. Wenn der Honig etwas fest ist, nimm ein Messer, streich den Honig auf irgendein Tuch, was du gerade findest und dann klatsch es da drauf, wo die Verletzung ist. Also so schnell wie möglich den Honig da drauf tun. Das lindert erstmal den Schmerz und das reduziert auch die Reaktion des Körpers, also es reduziert Blasenbildung oder auch Rötung und so weiter. Und es fördert auch die Wundbildung. Also ich habe das selbst mehrfach erlebt in der Familie bei uns. Es ist unglaublich. Es glaubt niemand, wie schnell die große Brandwunde heilt und wie wenig oder gar keine Narben entstehen. Also das ist Also wirklich Narben phänomenal. entstehen da kaum, auch wenn es tiefere Verbrennungen sind, bildet sich das normalerweise sehr, sehr gut zurück und regeneriert sich komplett bei Jungen oder bei Menschen, die sonst gesund sind. Das muss man einfach auch ganz ehrlicherweise sagen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Durchblutungsstörungen hat, wenn jemand so Klassiker ist im Sommer, Motorradfahrer verbrennt sich am Auspuff, meistens am Schienbein an der Wade. Das sind üble Wunden, die sind fies, die tun heftig weh. Das ist meistens auch ganz schön tief verbrannt, weil das richtig heiß ist und die Leute auch keine Hose, nichts anhaben. Das ist nackte Haut und dieser glühend heiße Auspuff, der macht schon richtig tiefe Verbrennungen teilweise auch. Und wenn das jetzt aber bei jemandem zum Beispiel passiert, der Diabetiker ist und der Durchblutungsstörungen da hat, dann wird es schon kritischer. Dann muss man einfach auch ein Hintergrundwissen haben, um diese Begleiterkrankung dann entsprechend auch im Auge zu behalten. Gut, Wundbehandlung. Aber Honig wird ja auch diätetisch oder im Rahmen der Ernährung oder im Zuge, ich meine, ein kluger Mann hat einmal gesagt, eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel sollen eure Lebensmittel sein. Ich glaube, da hat er in erster Linie an Honig gedacht, wahrscheinlich. Ja, auch mit Sicherheit, klar. Also Honig ist, ich empfehle eben so viel wie möglich Zucker überhaupt durch Honig zu ersetzen, weil es deutlich günstiger ist für unser Stoffwechsel. Insgesamt, das gilt einschließlich für Diabetiker Typ 2, Typ 1 auch mit der Einschränkung, dass die niemals auf Spritzen verzichten können. Aber es hat sich gezeigt bei Menschen, die hier auch den Honig vermehrt in ihre Diät eingebaut haben, anstelle von anderen schnell verfügbaren Kohlenhydraten, dass also der Blutzuckerverlauf
stabiler ist und dass die Dosierung von Insulin dann einfach leichter zu finden ist, weil es gleichmäßiger läuft. Also hier muss man einfach differenzieren, habe ich Typ 1, Typ 2 Diabetes. Und ein Anliegen habe ich halt auch, was die Ernährung betrifft, bezüglich Kinder. Wir wissen aus groß angelegten Studien, dass die Softgetränke, die bei Kindern sehr beliebt sind, übrigens bei Erwachsenen auch, aber bei Kindern hat es viel mehr auch noch Folgen. Man hat gemerkt, bei Kindern, die Softgetränke bekommen, die sind zunehmend aggressiver. Schon ein Viertelliter Softgetränk macht ein messbar aggressiveres Verhalten und die Tendenz steigend, wenn die mehr davon trinken. Ja, die spielen, die rennen rum und haben Psychologen beobachtet und einfach gesehen, die sind aggressiver und auch insgesamt noch agiler. Und wir haben ja diese Zappelphilipp-Kinder, ja, die hyperaktiven Kinder. Da rate ich immer, schaut zu, dass die Kinder möglichst viel ihren Süßigkeitsbedarf, den die durchaus haben, mit Honig decken. Und dann sind die auch ruhiger, weil wir wissen, dass Honig psychisch ausgleichend wirkt. Schau mal, viele, viele ältere Leute wissen, warme Milch mit Honig fördert Schlaf. Das ist so auch der Klassiker. Oder warme Milch bei Erkältung mit Honig. Mir graust davor, weil ich das nicht mag, weil ich keine Milch mag. Und auch einschränken möchte. Es ist nicht immer geeignet, weil Milch verschleimt. Wenn jemand im Rahmen einer Erkältung schon richtig verschleimt ist, dann ist Milch mit Honig keine gute Idee. Honig schon, aber Milch nicht. Und dann muss man eben Alternativen suchen, den Honig jetzt zum Beispiel in ein Getränk mit Zitronensaft oder mit Ingwer oder einfach in einen Tee mit reinzugeben, dann hat man doch deutlich Alternativen. Schlafen kann man deshalb trotzdem gut, weil der Honig schlaffördernd wirkt. Jetzt ist es auch so, dass bekanntermaßen viele Sportler und vor allem Ausdauersportler sehr auf Honig stehen und sehr gerne Honig nehmen, gerade auch um sich vorzubereiten oder Energiezufuhr während eines Wettkampfs. Wir haben da ja auch einen sehr berühmten Sportler in Österreich gehabt, den Felix Gottwald. Der war ja damals ein Goldmedaillenabräumer in der nordischen Kombination. Und da gibt es jetzt die nette Geschichte, das war in einer Zeit, wo immer wieder gerade diese Sportsparten immer wieder mit Dopingskandalen verwoben waren. Und der war immer ein Sauberer, der war wirklich, also das war ganz klar, dass der immer sauber war, dann konnte man auch nie irgendwas nachweisen. Und in einem Interview im Fernsehen hat man ihn dann mal gefragt, wie er wieder mal die x-te Goldmedaille eingefahren hat. Sie, Herr Gottwald, alle dopen und Sie dopen nicht und gewinnen eine Goldmedaille nach der anderen. Und er hat dann gesagt, ich brauche kein Doping, ich habe jeden Tag meinen Honig. Und das war natürlich auch für die Imker eine Freude, dass ein Sportler sich da so dazu bekennt. Die haben dann gleich mit ihm ein Werbeplakat gemacht mit diesem Ausspruch. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber es ist bekannt, dass speziell Ausdauersportler, auch Triathleten und so, einfach den Honig schätzen, weil der ein ganz anderes Verhalten zeigt, wie der Blutzuckerspiegel steigt und die Andauer und das Absinken wieder und auch die ganze Kombination mit dem Insulin, das eben nicht so rasant ansteigt und dann in der Folge zu diesem Unterzucker führt. Magst du dazu noch was sagen? Naja, im Grunde genommen ist das eine ganz alte Geschichte, denn es ist schon bekannt aus den Olympischen Spielen von Athen, dass diese Athleten damals Honiglösungen zu sich genommen haben. Dass das teilweise nicht passiert, wundert mich, weil eigentlich liegt es so klar auf der Hand, dass Honig hier deutlich besser ist als, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, da habe ich mal so einen Langstreckenlauf auch gesehen, also bei Winterspiele und dann hieß es ja, jetzt kriegen die noch irgendwie Cola, da stand irgendjemand am Rand und hat den, und ich habe gedacht, um Gottes Willen, warum geben die jetzt Cola und kein Honig, weil wenn ein Athlet schon so sein Letztes gibt, dann sind die auch massiv übersäuert, heißt die Säure macht im Grunde genommen die Muskeln zu, ja, und jetzt schütte ich dem noch was rein, was sowieso säuert, warum geben die kein Honig, der wird neutral verstoffwechselt, der macht das nicht, ja, und ja, ich wundere mich einfach, dass sich das noch nicht überall rumgesprochen hat. Ja. Ja, das ist der Honig, da gäbe es viel. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich einen ganzen Tag oder viele Tage über Honig alleine erzählen.
Aber es gibt ja noch andere Produkte auch. Also was ist denn so das? Ja, darf ich noch eins, ist Ja, mir noch klar. wichtig vom Honig, weil Honig einfach auch in Verbindung mit Kräuter, in Verbindung Ja. auch mit Lebensmitteln ganz wichtige Rolle spielt, ja, dass man hier Kräuterauszüge machen kann mit dem Honig. Honig ist ein sehr gutes Extraktionsmittel, auch in Verbindung mit einem Säure, also mit einer Säure, Flüssigkeit, Sauernflüssigkeit, Oxymel, ja, genannt. Hier entweder mit Zitronensaft oder dann mit Apfelessig vorzugsweise, weniger andere Essige. Ich mag also eigentlich hauptsächlich die beiden. Und da kann man so leckere Getränke machen und so vielfältig in Farbe, in Geschmack. Das ist auch was ganz Tolles mit Kindern und kann man sich so viele Alternativen schaffen zu diesen billigen Softgetränken. Ja. Und wir lernen das ja, wir machen das ja bei euch im Kurs. Ja. Wenn Kräuterkurs ist ja auch immer beliebt und einfach total schön auch so zu sehen, Menschen zu sehen, wie die dann für sich eine ganz neue Welt entdecken, wenn die mal so dran geführt werden, was hier für Möglichkeiten sind. Den Kurs machst du ja gemeinsam mit einer Kräutermedizinerin, mit der Rebecca Holloway, Ja, genau. die auch ein großartiges Wissen hat über die verschiedensten Heilkräuter und wie man sie anwenden kann. Und die Kombination aus Heilkräutern und Bienenprodukte ist ja nicht nur eine uralte, sondern einfach eine großartige Kombination, weil die sich die Produkte ja auch in ihrer Wirkung teilweise verstärken. Es war doch auch so, dass eigentlich das ganze Altertum hindurch und Mittelalter hindurch die meisten Heilkräuter immer in Kombination mit Honig gegeben worden Ja, sind. das ist sehr Entweder viel in Medizin damit genommen. Pillenform, Ja, dann hat man genau. sie mit Honig zu Pillen verformt, das war dann Genau. das Latwerge, oder eben auch in flüssiger Form, das war dann Ja. Oxymel oder ähnliche Ja, und zum Glück Mischungen. kommt das, dieses alte Wissen jetzt wieder hoch und wird neu entdeckt und es macht einfach Spaß, Ja. diese Dinge auch für sich selber umzusetzen. Das ist einfach auch ein Genuss. Propolis. Ich glaube, das ist wahrscheinlich fast genauso wichtig oder genauso interessant. Ja, mit dem Propolis kannst du ja schon einen ganzen Apothekenschrank füllen, wenn man das in verschiedene Bereiche einarbeitet, also in verschiedene Lösungen oder in verschiedene Aufbereitungen hier verwendet. Vielleicht kurz, was ist Propolis? Propolis ist von seinem Ursprung her ein Harz. Die Bienen sammeln das von Knospen in der Umgebung, hier bei uns in der Gegend, sicher hier auch an der Donau entlang von Pappeln, von Weiden, die gehen aber auch an Kastanienbäume und andere Bäume, die ihre Knospen mit Harzen einfüllen. Ja, diese Knospen brauchen Schutz gegen Witterungseinflüsse, gegen Mikroorganismen und so weiter, weil die sind ja dieses Jahr schon angelegt fürs nächste Jahr. Die müssen eine ganze Zeit lang hier aushalten. Und die Bienen haben das für sich entdeckt. Die nehmen das dort weg, bringen es in ihren Stock. Sie kitten alles zu, wir nennen das auch Kittharz deshalb, schützen ihren Bau vor Zugluft, vor Feuchtigkeit und sie desinfizieren alles damit. Das ist ein wunderbares antimikrobielles Mittel und sehr breit aufgestellt gegen Bakterien, Viren und Pilze auch. Nicht gegen alles, es ist kein total Desinfektionsmittel. Nur selektiv gegen krankmachende Keime. Und da haben die Bienen einen Riesenvorteil. Die Bienen sind schon seit vielen Millionen Jahren hier und die haben unseren Chemikern einigen Zeitvorsprung voraus. Haben ein tolles Produkt hier Haben entwickelt. praktisch ein Antibiotikum, das seit vielen Millionen Jahren wirkt und bis heute keine Ja, Resistenzen, erzeugt hat. ja. Warum erzeugt das keine Resistenzen? Weil es unglaublich vielseitiges Stoffgemisch ist. Wir finden über 200 Einzelwirkstoffe darin und die Bakterien schaffen es nicht, gegen so viele verschiedene Wirkstoffe Resistenzen zu entwickeln. Und es ist ja auch von Region zu Region verschieden und auch von Jahr zu Jahr ein bisschen verschieden. Also es ist ja Ja. auch, weil es immer wieder auch die Frage war, ob man nicht Propolis auch als Arzneimittel sozusagen klassifizieren sollte, weil sie eine unglaubliche medizinische Wirkung auch hat, also in tausenden medizinischen Studien belegt oder bearbeitet das Thema. Und der Punkt ist ja der auch, dass es eben nie ganz standardisiert gleich ist. Also wenn man es jetzt wirklich als Medizinprodukt, Ja, aber das ist doch der ja, Vorteil. ich sage nur, aber deshalb ist es halt auch kein Medizinprodukt bis heute geworden,
Weil ein Medizinprodukt müsste immer genau den gleichen Standard haben. Das erscheint jetzt natürlich für die, die daraus ein Medizinprodukt machen wollen, ein Nachteil, aber in der Natur ist es ein unschätzbarer Vorteil bis heute gewesen, weil dadurch es einfach immer durch die vielen verschiedenen Wirkungsmechanismen und die verschiedenen regionalen Unterschiede von Jahr zu Jahr es einfach diese Resistenzausbildungen nicht bei den Bakterien geschafft haben. Das lassen wir bitte so. Ja, klar, wir können es nicht ändern. Ja, also das ist für mich auch in der Praxis immer wieder wirklich ein Schatz, auf den ich zurückgreifen kann, in so vielen verschiedenen Aufbereitungen. Wir haben die Tinktur, die ja auch bei den Imkern relativ verbreitet ist. Was wir aber auch selber machen können, sind Kapseln. Ja? Man muss die nicht kaufen. Die gibt es natürlich im Handel, aber wer eigenes Propolis hat, lernt zum Beispiel bei unseren Kursen bei mir, wie man sowas selber macht. Dann haben wir Aufbereitungen in Form von Cremes, in Form von Lippenstift. Wir machen Globuli selber, also kleine Kügelchen, die man dann auch vor allem für Kinder hat, dass man dieses Alkoholthema nicht hat. Andere Aufbereitungen sind schwieriger, da rate ich eher zum Zukauf, wenn es sich um Glycerinauszüge handelt, weil gerade wenn man Nasenspray macht, Mundspray, da die Schleimhäute sollen nicht austrocknen, die Tinktur ist oft zu scharf dafür, für die Schleimhäute, da greife ich gerne auf solche Produkte zurück. Die Tinktur mit Alkohol, mit reinem Ethanol arbeitet. Mit Alkohol, ist schon hochprozentiger Alkohol, also 70-prozentiger Alkohol ist eben für die Schleimhäute schon so eine Herausforderung. Ja. Wobei ich durchaus, auch wenn jetzt ist die Zeit, wo auch mal Norovirus, ja, wir haben nicht nur Corona, es gibt dann noch ein bisschen was anderes bei diesen Erkrankungen, wenn diese Magen-Darm-Grippe, die vielleicht jeder schon mal gehabt hat oder Bekanntschaft damit gemacht hat, wenn das in meinem Umfeld auftaucht, dann fange ich nicht an, Tropfen zu zählen mit der Pipette, da nehme ich den Tropfenzähler runter, einen Esslöffel voll und weg damit, ja, weil mir ist dann doch lieber mal kurz, mich schüttelt es mal kurz wegen diesem Alkohol. Also, dass ich nachher es schmeckt bin. So, wie halt früher Medizin geschmeckt hat, also nicht wirklich gut. Naja, da hat meine Tante, die war Hebamme, die hat immer gesagt, bös muss bös vertreiben. Ja. Aber so schlimm ist es auch nicht. Und es hat einen unglaublich guten Geruch. Ich rate es nur niemanden, der noch nie Propolis genommen hat. Ha? Ja, also Propolis hat vor allem als äußerliche Anwendung ein gewisses Allergiepotenzial, das muss man berücksichtigen und da soll man auch vorsichtig mit umgehen und das zum Beispiel am Handgelenk, in der Ellenbeuge mit kleinen Mengen probieren. Das gilt bei der äußeren Anwendung, wenn ich Cremes, Lippenstift und so weiter nehme. Oder auch Kosmetik, wo das drin ist. Ja, es gibt Duschgel, es gibt Haarshampoo und alles Mögliche mit Propolis. Da soll man bitte vorsichtig sein. Mhm. Bei der inneren Anwendung habe ich jetzt in 18 Jahren, wo ich da intensiv mitarbeite, noch keine wirklich ernstzunehmende Problematik gesehen. Ja. Es gibt Unverträglichkeiten, klar, dann muss man andere Wege gehen, aber die sind zum Glück sehr selten. Und wo wendest du jetzt das Propolis an zum Beispiel? Oder eine Geschichte, wo ist das, ich meine, wir haben da von der antibiotischen Wirkung gesprochen, bei Bakterien, glaube ich, bei Pilzen, bei Viren auch. Was sind so die Anwendungsgebiete? Also die Atemwegserkrankungen sind hier schon im Vordergrund bei der Anwendung. Mhm. Das heißt, jetzt grippale Infekte um diese Zeit. Wie weit Corona sich davon beeinflussen lässt, kann ich nicht sagen. Ich habe keinen Corona-Patienten bei mir gehabt. Ich habe jetzt vor kurzem einen älteren Herr behandelt, der chronisch schon mit Bronchitis behaftet ist, eigentlich schon seit seiner Jugend, so wie er sagt, und im Winter immer wieder eine Erkältung einfängt. Dieses Mal war es etwas heftiger. Er hatte dann tatsächlich schon eine Rippfellentzündung. Da gehe ich dann relativ hoch mit der oralen Dosierung her. Oder, was wir jetzt seit einem halben Jahr können, auch Propolis intravenös. Ich kann also eine sterile Propolis
Anwendung auch infundieren, wenn die orale Gabe, wie das beim Antibiotikum ja auch ist. Ja? Ein Hausarzt versucht zunächst mit Tablette, wenn es nicht geht, wirst du in die Klinik geschickt und bekommst die Infusion. Und so habe ich jetzt auch diese Möglichkeit, ich habe es aber nicht gebraucht. Und was da auch wieder schön zu sehen war, was der Honig kann. Ich habe dann die Frau angewiesen, in dem Bereich, wo er die Schmerzen hat, von der Rippfellentzündung, Honigumschläge zu machen. Und immer wieder erstaunlich, wie tief Honig auch wirkt. Also die antientzündliche Wirkung von Honig, die ist einfach auch durchschlagend, die geht in die Tiefe, die bleibt nicht nur oben auf der Haut. Und damit kann man eben ganz, ganz viel arbeiten. Dann kombiniert man das eben. Das Stichwort Allergien schon erwähnt. Was gilt es da bei Propolis zu beachten? Oder also überhaupt alle Bienenprodukte haben potenziell die Möglichkeiten, manche mehr, manche weniger Allergien auszulösen? Das ist eine Frage, die auch immer wieder kommt. Was naja, Honig habe ich also bis jetzt noch nicht wirklich eine Allergie gesehen. Der Honig zeigt Wirkung, ja, aber der zeigt keine allergische Wirkung. Das mal vorneweg bei den vielfältigen Applikationsmöglichkeiten. Also da ist normalerweise keine Gefahr. Mhm. Propolis äußerlich, habe ich gesagt, aufpassen. Bevor man irgendwie großflächig eine Creme anwendet oder ja, Lippenstifte gegen Herpes nimmt, tut man gut, wenn man das kontrolliert und schaut, da auftragen und eine Stunde warten. Gibt es eine Rötung, gibt es Bläschenbildung oder so und so weiter. Und da, wenn das nicht der Fall ist, kann man zunächst mal Entwarnung geben, kann das verwenden, kann sich trotzdem im Verlauf der Zeit eine Allergie ausbilden. Davor ist man nie hundertprozentig gewappnet, ist aber selten. Und wenn man jetzt dann ins Bienengift geht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hier können wir tatsächlich also sehr heftige Allergien auslösen, auch bis hin zum anaphylaktischen Schock. Und das ist natürlich dann eine sehr ernste Angelegenheit und muss dann auch vom Therapeuten entsprechend auch behandelt werden. Ja. Und ich rate keinem Therapeuten, der nicht eine gute Notfallausbildung hat, überhaupt mit Bienengift anzufangen. Mhm. Weil da muss man dann wirklich wissen, was man tut. Ja. Also die anderen Sachen sind nicht so dramatisch. Das kann unangenehm sein. Ja, so ein Hautausschlag, allergischer Ausschlag kann unangenehm sein, ist aber nicht lebensbedrohlich. Propolis hat ja auch eine Antihistaminwirkung. Ja. Was ja auch interessant ist, es kann einerseits Allergien auslösen, auf der anderen Seite wird es auch verwendet zur Behandlung von Allergien. Wie passt das zusammen? Naja, das liegt an dieser Vielfältigkeit der Inhaltsstoffe. Ja, und die Antihistaminwirkung, die ist tatsächlich bei innerer Anwendung da. Ja, die ist, bei äußerer funktioniert das nicht, es funktioniert nur bei innerer Einnahme. Und da wir ja mittlerweile relativ viele Menschen in unserer Gesellschaft haben mit Magen-Darm-Problematik, heißt mit einem gestörten Mikrobiom im Darm, ist auch so, dass die histaminabbauende Enzym zu wenig produziert wird und dann zu wenig zur Verfügung stellt und die Leute dann hohe Histaminspiegel im Blut haben, die zu allergischen Reaktionen in verschiedenen Formen führen oder auch zu Sachen, ja, die haben dann geschwollene Augenlider, die haben Ekzeme bis hin zu Asthma, dann das auch teilweise Gelenkentzündungen kann das auslösen in einer ausgeprägten Form. Da kann man mit Propolis lindern, aber das Problem nicht beheben. Das kann so ein bisschen Feuerwehr spielen, aber man muss da auch genauer hinschauen. Wo wendest du sonst Propolis an? Propolis im Hals-Nasen-Ohren-Bereich mit Sprays. Ich verwende auch ein Ohrenöl mit Propolis bei verschiedenen. Es gibt oft Ekzeme im Ohr. Es gibt Menschen, die neigen zu Mittelohrentzündung. Da kann man das auch vorbeugend anwenden. Ich arbeite eng mit einer Apotheke zusammen, die mir dann auch spezielle Aufbereitungen macht. Ich habe schon Augentropfen herstellen lassen mit Propolis, mit Propolis und Honig, je nachdem. Das sind dann auch sterile Aufbereitungen, die über Filtration sterilisiert werden. Dann haben wir Zäpfchen,
auch, also Bereich Hämorrhoiden, Entzündungen im Enddarm, Blasenentzündungen, solche Geschichten, da setze ich dann auch die Propolis-Zäpfchen noch ein. Also ja, total vielseitig. Vom Lutschbonbons bis zur Infusion haben wir alles vom Propolis. Und was mir ich, also mein Anliegen ist eben, dass Menschen, vor allem Imker, auch viel mehr lernen, diesen Stoff anzuwenden. Also die Tinktur zwar als Ausgangsbasis, aber durchaus dann auch das Spektrum, was kann man alles selber tun. Also wir müssen da immer aufpassen. Ich zeige den Menschen, was sie für sich selber tun können. Ich warne immer wieder davor, Dinge dann auch verkaufen zu wollen, weil wir sind dann im Medizinproduktebereich und das darf man nicht. Man muss, wenn man das so machen möchte, dass man es verkauft, also Medizinprodukt geht gar nicht, weil das sind apothekenpflichtige Sachen, deshalb dann, man darf es für sich selber tun. Ja? Also was ich für mich mache, das ist zum Glück noch nicht reglementiert, so von, aber ich darf es nicht verkaufen. Das so ist auch nicht Sinn und Zweck, sondern wirklich die Menschen selbsthilfefähig zu machen. Ja? Hilf dir selber. Übernimm Verantwortung für dich. Das ist eigentlich immer wieder so mein Appell an die Menschen. Hilf dir selber. Und zwar frühzeitig. Wart nicht, bis ein Problem so groß ist. Ja, dann helfen diese Sachen zwar auch noch, aber der Weg zurück zur Gesundheit ist einfach zu lang. Die meisten Leute haben da nicht die Geduld dafür. Also früh anfangen. Gut, jetzt haben wir erst zwei. Jetzt haben wir erst den Honig und das Propolis. Ich meine, was gibt es ja noch viel? Wir werden jetzt vielleicht nicht alles so detailliert besprechen können, aber vielleicht magst du noch ein paar Dinge aufzählen und ein paar Also wichtig so. ist mir dann noch das Blütenpollen und Perga, also der von Bienen verarbeitete Pollen, den wir aus den Waben ernten, das einfach als ein ganz hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel zu erkennen, mit dem wir sehr viel für ein ausgeglichenes Immunsystem tun können, mit dem wir auch die gesunden Darmbakterien gut füttern können, sodass wir hier einfach ein hohes Wohlfühlpotenzial haben und mit einer hohen Dichte an Spurennährstoffen die Leute gut versorgen können. Also das ist jetzt so mal, also wenn ich das kurz zusammenfassen will, das, was für mich der Pollen ist. Und ich gebe das natürlich auch, zu mir kommen Menschen, die oft schon lange Medikamente nehmen und da ist die Leber massiv belastet. Ich habe Pollen einfach als ein ganz hervorragendes Leberschutzmittel kennengelernt und auch, das lässt sich dann einfach dokumentieren durch den Verlauf, dass die Leberwerte sich normalisieren, dass hier wirklich eine nachweisbare Wirkung besteht. Ja. Und da kann man leckere Sachen mitmachen. Und da wieder lasst eure Heilmittel eure Nahrungsmittel sein. Ja? Weil was spricht dagegen, einen Pollen morgens übers Müsli zu tun, mittags in die Salatsoße mit zu verwenden und abends noch irgendwie von mir aus über den Käse streuen oder nur noch mal einen Topfen essen oder sowas. Ja. Verdauung wird angeregt davon, wird also auch da harmonisiert sich sehr vieles mit der regelmäßigen Einnahme von Pollen. Ein Bienenbrot, toll. Kann ich in der Dose mitnehmen, kann ich überall naschen. Bevor ich in irgendeinen Kiosk gehe und mir irgendeine Pampe hole. Magst du noch kurz erklären, nochmal Bienenunterschied, Blütenpollen, Bienenbrot? Pollen wird vor dem Bienenstock geerntet, den Bienen quasi abgenommen durch spezielle Sammeltechnik. Das sind praktisch die Höschen, die Bienen sammeln, Das so wie man sind sie auf den am Blüten sieht. Hinterbeinchen, so wie du es hier siehst auf dem Bild, ja, diese kleinen Kügelchen, die sie tragen, die man auch an den Blüten beobachten kann. Das sind die Pollen, dann kleine bunte Kügelchen, ganz vielen verschiedenen Farben. Nachher, wenn sie im Bienenstock konserviert sind von den Bienen, ja, die machen das so wie wir mit unserem Sauerkraut, die stampfen das ein und konservieren das, da ist so viel Eiweiß drin, das würde verderben, also das muss fermentiert werden, das machen die. Wir nennen das dann Bienenbrot, das sind kleine Sechseckzylinder, die in den Waben stecken und die wir dort auch ernten können. Und fermentiert ist der Pollen noch bekömmlicher für uns und von der Handhabung her auch ganz leicht, weil ich kannst überall mitnehmen, kannst so aus der Hand naschen.
Vielleicht noch ganz kurz zum Bienengift, Bienenluft, was gibt es noch? Wachs. Wachs natürlich. Gelee Royal. Gelee Royal. Also. Was magst du noch erzählen? Bienengift ist problematisch für jetzt in der häuslichen Anwendung. Natürlich kann sich ein Imker, wenn er einen Tennisellbogen hat, ja, diese Sehnenansatzreizungen, die sich oft hier am Ellenbogengelenk zeigen, da eine Biene hinsetzen, und er wird erstaunliche Erfolge damit haben. Aber, oder eine Kniearthrose oder sowas, da setzt ihr eine Biene dahin oder ein paar, ja, 3, 4, 5. Für einen Imker ist das kein Problem, der an Bienengift gewöhnt ist, aber ich warne einfach davor, das für Menschen zu machen, wo man nicht weiß, wie die, ob die allergisch reagieren oder nicht. Aber es gibt auch Ärzte, die das machen. Gibt Ärzte, die das machen, und wir haben seit einiger Zeit auch Bienengift in der Ampulle zur Verfügung. Eigentlich schon viele Jahre, das wurde aber immer importiert. Mhm. Jetzt haben wir in Deutschland eine Firma, die das herstellt für die Therapeuten, und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, und ja, zunehmend steigt das Interesse. Manche brauchen so ein bisschen länger, bis sie sich da dran tasten, weil eben das Allergiepotenzial da ist, und aber wer weiß, wie er damit umgehen muss, kann damit gute Therapieerfolge haben. Also mein Highlight war wirklich ein junger Mann, der an Multiple Sklerose erkrankt ist, den man zu mir gebracht hat. Der war nicht in der Lage, selbst zu gehen, richtig, also frei. Man hat ihn rechts und links gestützt, und er hat gar nicht richtig einen Stift führen können. Ich habe ihn gebeten, seine Adresse auszufüllen, und das konnte er nicht, weil er den Stift nicht halten konnte. Wir haben einen Behandlungsplan gemacht, der war zweimal in der Woche dann behandelt worden mit Bienengift, aber auch mit den anderen Bienenprodukten unterstützend. Mhm. Und nach einem Jahr ist der junge Mann wieder Motocross gefahren. Und da gibt es einen Vortrag drüber, damals in Passau, das ist aufgezeichnet, dieser Bericht von ihm. Man hat in den Röntgenbildern gesehen, dass die typischen Veränderungen im zentralen Nervensystem einfach nicht mehr da waren. Das ist ja, also gerade die verschiedenen neurologischen Erkrankungen, aber eben speziell Multiple Sklerose ist ja, glaube ich, ein klassischer Anwendungsgebiet für Bienengift. Ich kenne eine Ärztin in Rumänien, die sich auch darauf spezialisiert hat, und die, also von, da weiß ich von Kongressen, dass die unglaubliche Erfolge hat. Also man möchte es nicht glauben, aber ich glaube sie halt, weil es gibt keinen Grund, jetzt anzunehmen, dass sie nicht die Wahrheit erzählt, und sie spricht auch die dokumentierten Fälle. Mhm. Aber das ist ja schon sensationell, weil ich meine, gerade Multiple Sklerose ist natürlich ein Krankheitsbild, wo man wirklich oft nicht so tolle Prognosen hat, und ich gilt das dann ja, für jeden? Ja, also sagt man mal so, das gilt nicht wirklich für jeden. Das kommt immer darauf an, wie lang besteht die Erkrankung, wie stark hat sich fast schon richtig manifestiert. Wenn jemand schon mehrere Jahre im Rollstuhl sitzt, ist der Weg zurück natürlich weit und manchmal auch nicht mehr möglich. Das hängt wesentlich auch von der Regenerationsfähigkeit vom Körper insgesamt ab. Aber zunächst ist es immer wieder ein Versuch wert. Also ich habe im schlechtesten Fall passiert nichts, ja. Aber wenn ich doch einigermaßen Wahrscheinlichkeit habe, dass es mir helfen kann, würde ich es auf jeden Fall versuchen. Ja. Vielleicht an der Stelle generell, ich meine, bei solch schwerwiegenden Krankheiten ist ja ganz klar, dass der Weg zum Arzt oder zur Ärztin sein muss. Da wird man nicht an sich herum experimentieren und den Arzt außen vor lassen. Generell, wo geht man denn hin, wenn man sich für Apitherapie interessiert, wenn man eine Krankheit hat und man denkt, ich möchte das probieren? Ich meine, die können nicht alle zu dir kommen nach Deutschland. Was empfiehlst du da? Gibt es Apitherapeuten, gibt es Spezialisten dafür? Naja, wir haben schon so ein bisschen Netz aufgebaut mittlerweile. In Deutschland sind es definitiv mehr die Heilpraktiker. Es gibt einzelne Ärzte, die auch da sich dran wagen oder die mittlerweile auch so offen sind dafür. Hier in Österreich habt ihr ja von der ÖGA aus die Ärztevereinigung, wo der Andreas Dapsch, Andreas Dapsch hier aus Klosterneuburg der Vorsitzende ist. Wir tauschen uns da auch immer wieder aus, und oder der Edmund Blab in Wien, der ja auch schon lange Erfahrung hat mit Bienengift und das anwendet.
Also gibt schon verschiedene Leute dann auch, oder Ja. über die kann man dann auch möglicherweise andere Kollegen finden, die hier bereit sind, sowas zu tun. Und in Deutschland sind es, ja, wir haben jetzt ungefähr 40 Therapeuten in Deutschland weit verteilt, Schwerpunkt mehr im Süddeutschen, Norddeutschland sind ein paar weniger, die das auch machen oder die mit mir auch in Verbindung stehen. Teilweise habe ich Ja. die wirklich ausgebildet, andere kommen von anderer Ecke und machen nur punktuell was mit Ja. Abi-Therapie. Also es ist uns schon auch wichtig, dass wir hier das jetzt betonen, dass man die Apitherapie so ein weites Feld, man kann da sehr viel im Rahmen als Hausmittel in der Eigenanwendung, beginnend von der Ernährung bis hin zur Nahrungsergänzung, bis hin zu kleinen Wunden oder kleinen Problemen, die man sowieso auch sonst selber behandeln würde. Aber dann gibt es natürlich auch wirklich Anwendungen, die der Klinik und dem Arzt vorbehalten sind. Also, und da auch eine Diagnose man sich auf jeden Fall erstellen lassen sollte und jetzt nicht sagen, okay, ich habe die Apitherapie, ich brauche jetzt gar nicht mehr zum Arzt gehen. Das wollen wir damit sicher nicht so, dass es so rüberkommt. Nein, es geht immer wieder um Vorbeugen und um Gesundheitspflege. Ja. Und damit, da bieten uns die Bienen einfach ganz viel. Schau einfach nur der Wickel und Auflagen mit Bienenwachs. Ja, das ist eine Wohltat. Ja, und wenn du ein Kind hast, das erkältet ist und du gibst dem so einen Wickel auf die Brust und es schläft die Nacht durch, dann ist doch allen geholfen. Ja, deswegen sagt man nicht, dass man nicht zum Kinderarzt gehen soll, wenn das am anderen Tag nicht vorbei, nicht weg ist. Oder wenn man sagt, das dauert mir jetzt zu lang oder das Kind hat Hochfieber oder sowas. Natürlich geht man mit dem Kind zum Arzt. Aber ich kann doch begleitend unterstützend dann auch eine ärztliche Therapie dann noch Ja. ja, einfach schneller zum Erfolg führen. Und das ist doch schon ganz wichtig. Da ist für mich einfach viel zu viel an praktischem Wissen verloren gegangen, Ja. in den Familien nicht weitergegeben worden. Und ich sehe das an meinen Enkelkindern, weißt du, die sind von klein auf, haben wir gesagt, und Gott sei Dank, meine Schwiegermutter, Schwiegertochter, mein Sohn, die haben das akzeptiert, dass ich gesagt habe, komm, gib denen jetzt ein bisschen Honig mit Blütenpollen, Chili Royal und so weiter, also so eine Mischung. Das heißt bei uns Krafthonig, und die kommen dann selber, Oma, ich brauche Krafthonig, ich krieg Schnupfen oder so. Und die wissen das und die nehmen heute, die sind jetzt 8 und 11 Jahre alt und die nehmen das freiwillig, die gehen selber hin und holen sich das, weil sie einfach erfahren haben, dass das hilft. Und wenn ich dir sage, meine Enkeltochter, die mit im Haus wohnt, die war in ihrer ganzen Kindergartenzeit keine 5 Tage krank. Und zeigt mir das ein Kind, was das schafft, das sind nicht so viele. Und Ich deswegen, kenne ja. Kinder, die sind gerade mal 5 Tage nicht krank. Oder so ähnlich. Ja, und da sind jetzt schon auch Mütter von anderen Kindern auf mich zugekommen und lassen sich hier beraten. Und das macht mir dann Freude. Dann zeige ich denen, wie sie solche Wachstücher machen können, so wie man es hier auch im Kurs macht, wie man eine Ohrenkerze selber macht und was sie selber tun können, um den Kindern zu geben. Auch hin bis dahin, dass man guten Hustensirup macht, wie man es im Kräuterkurs machen. Mit Thymian, Honig, Ja, all die genau. Sachen. Ja. Ja, also unglaublich einfache Mittel eigentlich. Man muss nur Ja. einfach mal diese Schwelle auch, also das tun. Man hat ja oft das theoretische Wissen und es ist auch ganz gut, das einmal gemacht zu haben, um zu sehen, wie einfach das eigentlich ist. Also das geht ja oft wirklich nebenbei ganz schnell. Also da muss man nicht das groß irgendwie die Küche herrichten. Brauche ich auch Das keine ist, große Kochkunst dafür. ja, man muss Das es nur geht im Kopf so. haben, dass man es, Ja. wenn man es braucht, auch macht. Und Ja, genau. dann ist man meistens auch von der Wirkung sehr schnell fasziniert, überzeugt. Ja, Jetzt klar. haben wir noch nicht über Chili Royal gesprochen, wir haben noch nicht über das Bienenluft-Inhalieren gesprochen, was ja auch ganz spannend ist, weil es gerade auch in den letzten Zeiten immer mehr in die Medien kommt. Wir haben nicht über Apilanil gesprochen, wir haben noch vieles nicht gesprochen. Ist vielleicht jetzt auch jetzt hier nicht die Zeit und der Platz, oder Max, gibt es da noch ein Produkt, über das du auf jeden Fall erst noch was sagen willst? Deine Kurse dauern ja ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, also klar, dass man das Naja, jetzt wer nicht bei in mir die einem Gespräch Ausbildung hier. zur, in Deutschland habe ich ja die Fachberaterin für Bienenprodukte Ja. ausgebildet, das ist ein Ausbildungskonzept mit über 10 Tage. Ja. Ja, also
Das heißt, wenn man hier 2 Tage macht, dann kann ich unmöglich alles erzählen, was ich mache, weil die Kurse ja auch viel von der Praxis leben. Ja, weil mir ganz wichtig ist, dass ich hier nicht nur Theorie weitergebe, sondern wirklich praktisch Praxis. Wie mache ich es konkret, dass man nachher wirklich handlungsfähig ist. Sonst kommt heim und sagt, jetzt habe ich viel gelernt, aber ich weiß nichts mehr. Na, man muss einmal gemacht, und ist tun besser ist als einfach, 10-mal hören. Ja, genau. Und das ist dann halt wichtig, dass wir auch, obwohl wir jetzt einen Online-Kurs anbieten wollen, auf die praktischen Seminare kann man nicht wirklich verzichten in diesem Bereich. Das ist einfach, also dieser Online-Kurs, den wir jetzt gemeinsam aufgenommen haben, der ist toll, der ist für die Grundlage sehr wichtig, weil da auch sehr viel Wissen ist, das man sich aneignen will. Aber so richtig spannend wird es natürlich dann auch in der Folge, wenn man dann die Praxiskurse macht, wo man dann die Dinge wirklich spürt, riecht, fühlt und tut und sich den Wundverband selber anlegt, die Honigmassage wirklich die Honigmassage macht und bekommt. Und das ist natürlich mehr als nur gehört. Genau. Ja, und da hoffe ich, dass wir bald wieder ins Tun gehen können. Ja, das hoffen wir alle. Vielleicht zum Abschluss jetzt eine Frage. Apitherapie, wo geht's hin? Ich meine, wir sehen immer wieder, dass es mit der Medizin, wir sind froh, dass wir die klassische Medizin haben. Vieles läuft nicht, glaube ich, so, wie es laufen sollte. Welche Rolle wird die Apitherapie in Zukunft spielen, deiner Meinung nach? Wird das ein Teil der Schulmedizin werden? Wird das immer etwas für verrückte Hexen sein? Oder ist es etwas, was in der Bevölkerung sich mehr und mehr bekannt werden wird? Für mich selber, ich habe aufgehört, irgendeinen Schulmediziner von Apitherapie überzeugen zu wollen. Ja. Das habe ich völlig aufgegeben. Es gibt Ärzte, die sind an Naturheilkunde interessiert. Denen gebe ich gerne meine Erfahrungen, mein Wissen weiter. Und freue mich, wenn da jemand dann das tatsächlich anwendet. Es gibt hier Ansätze, die sind erfreulich, aber die müssen auf mich zukommen und nicht umgekehrt. Ich mache das nicht mehr. Mir ist ganz wichtig, dass Menschen ganz normal im täglichen Leben, in der Familie, lernen, diese Bienenprodukte gut anzuwenden. Und mir ist wichtig, dass auch die Imker viel mehr den Bienenstock als Hausapotheke wahrnehmen und nicht nur als Honigfabrik. Das ist auch im Imkerkreisen noch lange nicht durch, dass die wirklich sehen, dass wir im Grunde genommen 10 Produkte haben, mit denen wir heilkundliche Ergebnisse erzielen können. Ja, und das sollten wir einfach viel mehr noch unter die Imkerschaft verteilen und von dort aus auch in die Kundschaft und in die Bevölkerung. Und das ist mir mein größtes Anliegen, hier auch Multiplikatoren auszubilden, die dieses Wissen dann noch weiter verbreiten. Oder über Online-Kurse halt wirklich auch, dass da, wo Entfernung tatsächlich ein Problem ist. Ja, ich habe mal ein Radio-Interview gegeben und dann hat nachher jemand angerufen, der auf den Kanaren lebt und hat gesagt, ja, wo kann ich das lernen? Können Sie einen YouTube-Film einstellen, dass ich das lernen kann? Vielleicht müssen wir dieses Medium auch noch mehr nutzen. Und glaubst du, es wird wieder mehr Breite kriegen? Also es war ja mal, mit der Kräutermedizin, kann man sagen, ist die Apitherapie wahrscheinlich die älteste Medizin der Menschen überhaupt, weil die Anwendung von Bienengift, von Honig, also man weiß, dass die alten Ägypter den Honig in erster Linie als Medizinprodukt verwendet haben. Der war viel zu kostbar, um ihn so zu essen. Hat man natürlich auch so gegessen. Also die apitherapeutische Anwendung, also von Bienenprodukten, geht ja ganz, ganz weit zurück in der Geschichte der Menschen. Ja. Kriegt das wieder diesen Stellenwert? Ich denke auch zum Beispiel, wir haben ja so viele erzeugte Probleme in unserer heutigen Medizin, wenn ich an die multiresistenten Keime denke zum Beispiel. Da stehen wir ja zum Teil wirklich an. Siehst du da eine Chance, dass man mit so alternativ- oder komplementärmedizinischen Methoden wie der Apitherapie vielleicht da wieder eine Renaissance erlebt? Die Nachfrage ist die letzten Jahre, seit ich mich damit befasst habe, deutlich gestiegen. Ich habe das gesehen, als wir diese Qualifikation der Fachberaterinnen angeboten haben. Die Kurse waren immer schnell ausgebucht und wir konnten auch die Nachfrage nicht
nicht ganz zufriedenstellen. Das hat aber verschiedene Gründe. Und wir machen da weiter. Also wir werden immer mehr auch Menschen ausbilden, die dieses Wissen dann weiter verbreiten. Das auf jeden Fall. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, In das zu Deutschland tun. machst du das, ja. In Deutschland, ich mache das hier, wenn ihr mitmacht, dann Ja. machen wir das hier auch weiter. Wie man das ausbauen kann, was man dann, also zunächst mal natürlich für jeden für sich selber, aber wenn wir aus dieser Klientel, die jetzt schon die Kurse durchlaufen haben, Leute rekrutieren können, die dann sagen, ich gehe jetzt in die Steiermark, ich gehe jetzt sonst wo hin nach Tirol oder so, und gibt das Wissen dort weiter, dass wir ein gemeinschaftliches Ausbildungskonzept nutzen und dieses Wissen einfach weiter Ja. verbreiten. Das ist so ein großer Wunsch von mir. Und das hängt natürlich von der Interessenlage der Teilnehmer ab, was da kommt. Und hängt auch davon ab, wie viel Menschen und wie weit Menschen bereit sind, für sich selber Verantwortung zu Ja. übernehmen. Weg von dem, ich gehe jetzt zum Arzt und der verschreibt mir eine Pille und dann ist alles gut. Ja, sondern wirklich, ich tue was, um mich gesund und fit zu halten. Und das verlangt Eigenverantwortung. Und wie weit Menschen bereit sind, die zu übernehmen, weiß ich nicht. Wird ein Teil politisch auch, also von politischen Rahmenbedingungen abhängen, was wir machen können. Aber zunächst mal hängt es an jedem Einzelnen. Ich finde, das ist ein schöner Schlussappell an jeden Einzelnen. Rosemarie, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war wieder mal unglaublich interessant und spannend, dir zuzuhören. Ich kann das auch 10 Stunden am Stück machen, locker. Mehr, das machen wir jetzt nicht. Aber ja, danke, dass du da warst und danke für das Gespräch. Gerne, danke, dass ich hier sein durfte.